Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur Pressekonferenz nach der Ministerratssitzung. Pressekonferenz mit dem Leiter der Staatskanzlei, Dr. Florian Herrmann, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Gesundheit Melanie Hummel. Herrmann. Der Dämpfungsstrategie gestanden ist. Wir können zunächst einmal feststellen, wir haben uns auch heute wieder mit Präsidenten des Landesamts, Herrn Dr. Zapf, ausgetauscht, dass die bisherige Entwicklung auch der Zahlen, der unterschiedlichen Zahlen, unsere Strategie bestätigt. Das heißt, unseren Kurs der Vorsicht und Umsicht, den wir insgesamt von vornherein eingeschlagen haben, den wir auch fortsetzen wollen. Wir wollen uns nicht verstolpern jetzt in der Phase, in der tatsächlich die strengen Maßnahmen, die wir vor einigen Wochen ergriffen hatten, Wirkung zeigen. Wir sehen das an den Zahlen, an den täglichen Neuinfektionen, die beispielsweise seit gestern 219 plus 219 waren. Wenn Sie sich erinnern, wir waren da schon bei an die 2000 von einem Tag zum nächsten Tag. Oder wenn Sie auch die anderen Kennziffern nehmen, wie zum Beispiel den Reproduktionsfaktor oder andere Zahlen wie die Auslastung der Intensiv- oder Beatmungsbetten oder, also die unterschiedlichen Kennziffern, die man immer im Blick haben muss, so kann man doch wirklich einen positiven Verlauf aktuell feststellen. Das heißt aber, dass wir einerseits die Erleichterungsmaßnahmen, die wir letzte Woche beschlossen haben, in dieser Form fortsetzen können. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, wir müssen die Entwicklung der Zahlen immer gut im Blick haben. Wir müssen immer genau beobachten, wie sich die einzelnen Maßnahmen auswirken. Also so wie sich die sehr stark einschränkenden Maßnahmen jetzt positiv auf die Entwicklung auswirkt haben, so muss man jetzt auch beobachten, dass sich die Erleichterungsmaßnahmen nicht negativ auswirken. Das heißt, immer genaue Beobachtung. Sie wissen ja, wir haben ungefähr immer diesen Zeitraum von 10 Tagen, um das einschätzen zu können. Also unsere Strategie der Vorsicht und Umsicht bleibt bestehen, denn es ist völlig klar, das Virus macht einfach so weiter. Es folgt seiner Biologie. Jedenfalls solange nicht die Bevölkerung immun dagegen ist. Und das ist natürlich bei weitem noch nicht der Fall. Das ist immer die Frage nach der berühmten zweiten Welle. Das ist ja relativ einfach zu erklären. In dem Moment, wo die Bevölkerung wie aktuell zu 98, vielleicht sogar 99% nicht immun ist, sondern noch empfänglich für das Virus, hängt es eben ganz stark von dem Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger ab, ob sie eben Abstand hält, ob sie die Kontakte, soweit es geht, vermeidet, ob man Nasenbedeckung trägt und Ähnliches. Und es hängt natürlich auch davon ab, in welcher Schrittfolge wir zur Normalität, aber eben zur Normalität mit Corona zurückkehren. Deshalb ist es ist das, was wir heute beschlossen haben, die Umsetzung dessen, was wir in der letzten Woche auf den Weg gebracht haben. Es geht jetzt darum, das Beschlossene umzusetzen, die Entwicklung zu beobachten, also unseren Fahrplan umzusetzen und gleichzeitig immer jederzeit reaktionsfähig zu bleiben, wenn sich wieder eine negative Entwicklung einstellen sollte. Es bezieht sich auf verschiedene Bereiche. Ich möchte kurz den Bereich der Versammlungen ansprechen, der uns ja durchaus auch am Wochenende mit schon verstörenden Bildern sehr beschäftigt hat. Der Bereich der Versammlungsfreiheit war uns von vornherein sehr wichtig, denn der ist sehr grundrechtsrelevant. Das heißt, wir haben hier ja schon seit einiger Zeit eine klare Regelung für die Versammlungen getroffen, sodass Versammlungen, Demonstrationen stattfinden können. Wir haben dafür auch klare Maßstäbe festgelegt, nämlich Abstand, dann durchaus die Empfehlung, Mund-Nasen-Schutz zu tragen, den Umfang der Veranstaltung, eben die 50 Personen und die Dauer nicht länger als eine Stunde. Und wir haben eben jetzt festgestellt, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen der Anmeldung von einer Veranstaltung in Nürnberg, in München und der tatsächlichen Teilnehmerzahl. Und es musste halt auch festgestellt werden, dass gerade was das Abstands, die Abstandspflicht, also der Infektionsschutzgedanke betrifft, das auch nicht beachtet wurde. Zum Teil
ganz absichtlich, weil man eben diese Regeln ablehnt und dadurch dagegen demonstriert, dass man es nicht einhält. Uns ist völlig klar, und da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran, der hohe Wert des Versammlungsrechts in unserer freiheitlichen Grundordnung, der Demonstrationsfreiheit. Nur alle Freiheiten haben natürlich auch Grenzen. Die Grenzen sind dort, wo man andere in Gefahr bringt, wo man andere bedroht. Und das war auch eine Erfahrung jetzt vom Wochenende, dass eben nicht nur jemand halt dort steht und für seine Vorstellung von, wie man mit diesem Virus umgeht, demonstriert, sondern dass er bewusst Passanten angegangen wurden, so nach dem Motto, warum tragt ihr Mundschutz, nehmt den Mundschutz runter, sodass sich Dritte, die einfach nur vorbeigegangen sind oder vorbeigehen wollten, geängstigt haben, bedroht wurden. Und das ist natürlich ein Überschreiten von Grenzen, die man nicht hinnehmen kann. Man muss immer ganz klar sagen, wir als Staat, der Rechtsstaat verteidigt die Grundrechte, aber der Rechtsstaat lässt sich natürlich auch nicht auf der Nase herumtanzen. Deshalb Versammlungsfreiheit, Demonstrationen ja, aber keine Gefährdung von anderen. Und da verfolgen wir wie immer in diesem Bereich auch eine ganz klare Linie, weshalb auch der Innenminister Joachim Herrmann beauftragt wurde, ein entsprechendes Konzept in enger Abstimmung mit den Kreisverwaltungsbehörden, also den zuständigen Behörden für die Versammlungen, ein Konzept zu entwickeln, wie es eben möglich ist, auf der einen Seite Versammlungen vernünftig durchzuführen, auf der anderen Seite aber nicht dabei Menschen zu gefährden oder dem Rechtsstaat auf der Nase herumzutanzen. Das ist also ein wichtiger Aspekt. Das Zweite, was ich kurz ansprechen möchte, ist die konkrete Umsetzung im Bereich der Gastronomie. Ich gehe davon aus, dass der Kollege Aiwanger darauf dann auch noch eingehen wird. Wir haben ja letzte Woche einen klaren Weg beschlossen, der also in Richtung schrittweise Öffnung vorgezeichnet war. Das heißt also, es wird wie letzte Woche beschlossen, am 18.05. möglich sein, dass die Außengastronomie öffnet, und zwar bis 20 Uhr. Und es wird dann ab dem 25.05. möglich sein, dass die Speiselokale auch in den Innenräumen öffnen, und zwar bis 22 Uhr, also nach wie vor bis im Außenbereich bis 20 Uhr, Speiselokale innen bis 22 Uhr und für die Hotellerie eben diese Perspektive ab dem 30.05. wieder zu öffnen. Das haben wir jetzt in unserer aktuellen Verordnung, die jetzt in der vierten Verordnung wird es rechtstechnisch dann umgesetzt, noch nicht enthalten. Das wird dann in dem nächsten Schritt kommen, aber nur damit das noch einmal klargestellt ist. Die Perspektive heißt ganz klar, wenn es keine Rückschläge gibt beim Infektionsgeschehen, dann Hotellerie, Tourismus insgesamt ab dem 30.05. Wir haben hier klare Regelungen beschlossen im Kabinett, die in der Verordnung umgesetzt werden. Denn natürlich ist die Gastronomie eine besondere Herausforderung. Dessen sind sich alle bewusst. Gastronomie lebt ja von der Enge, von der Nähe, wo man halt gemütlich beieinander ist. Die lebt auch davon, dass durchaus das eine oder andere Glas Alkohol konsumiert wird. Also sie haben bestimmte Herausforderungen, die natürlich kontraproduktiv sind im Zusammenhang mit Distanz, Abstand, Vorsicht, was Infektionen betrifft. Deshalb muss man das intelligent auf eine Schiene gemeinsam bringen. Es gab sehr, sehr konstruktive Gespräche zwischen dem Gesundheitsministerium, dem Wirtschaftsministerium und der DEHOGA. Sehr konstruktive Vorschläge, wie man das alles praktikabel lösen kann. Ich sage da nur den Kern, das wird sonst alles viel zu weit führen, weil es sehr detaillierte Vorstellungen sind. Der Kern heißt letztlich immer 1,50 Meter Abstand halten zwischen allen, die also im Lokal sind. Natürlich diejenigen, die auch im Privatbereich aufgrund der Kontaktbeschränkung näher beieinander sein können, sowie die Familien oder der weitere Hausstand sozusagen, die können auch am Tisch beieinander sitzen, aber im Übrigen Abstandsgebot, auch zwischen unterschiedlichen Familien, die zufällig im gleichen Lokal sind, immer 1,50 Meter Abstand. Gleichzeitig Mund-Nasen-Bedeckung, außer wenn man am Tisch sitzt, im Übrigen für gesamte Bewegung im Lokal, auch für das Servicepersonal immer Mund-Nasen-Schutz, auch in der Küche, es sei denn, man kann die 1,50 in der Küche Abstand halten, dann ist es nicht erforderlich, aber einfach vom Grundprinzip her Abstand und Mund-Nasen-Bedeckung.
darauf außerdem ein detailliertes Konzept zu vielen anderen Fragen, wie das ist mit dem Seifenspender, mit dem Desinfektionsmittel, mit dem Desinfizieren der Tische, mit der Reservierung, mit vielen solchen Fragen, die dann in ein Konzept gegossen wurden. Dieses Konzept werden wir quasi scharf stellen, auch im Sinne einer rechtlichen Regelung, werden wir also in eine Allgemeinverfügung gießen, damit also klar ist, damit jeder Rechtsklarheit hat, was gilt. Aber insgesamt ein sehr konstruktiver Prozess zusammen mit den vielen Gastronominnen und Gastronomen über die DEHOGA verbunden, um einfach diesen Weg der Öffnung im Bereich der Gastronomie verantwortungsvoll gemeinsam zu gestalten. Vielen Dank. Herr Staatsminister Aiwanger, bitte. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Bayern kehrt zurück auf den Weg zur Normalität in Wirtschaft und Gesellschaft. Wir haben das auch mit den Lockerungen der vergangenen Tage feststellen können, dass die Bevölkerung sehr vernünftig und verantwortungsvoll damit umgeht. Öffnung 11. Mai, jetzt eben auch der gesamte Handel. Die Rückmeldungen sind sehr zuversichtlich, dass gut 50% des üblichen Umsatzes erzielt worden ist. Es waren Befürchtungen, dass deutlich weniger Menschen kommen würden. Also in etwa die Hälfte der Normalzeit. Das ist unter diesen Bedingungen mehr als in Ordnung, macht Lust auf mehr und macht auch die Hoffnung, dass sich viele Wirtschaftsbereiche und Branchen ja in einigen Wochen, in einigen Monaten hoffentlich wieder so weit stabilisiert haben werden, dass sie größtenteils ohne staatliche Unterstützungsgelder auskommen können. Wenn jetzt der Handel auch für die großen Geschäfte öffnen konnten und die Menschen vernünftig genug waren, eben größere Ballungen an Personen zu vermeiden, dann zeigt es, die Menschen haben das System mittlerweile verstanden, Abstand halten, Masken Vorgabe eben auch einhalten, anders werden die nicht in den Laden gelassen und damit ist die Infektionsgefahr nach der Aussage der Infektiologen ja soweit in Ordnung und ist zurückgedrängt und das ist ja die Maßgabe, nach der wir generell vorgehen, dass wir künftig ja immer nur sagen können, wir können Dinge verbieten, nur dann, wenn wir Infektionsgefahr vermuten und irgendwo begründen können. Das wird immer mehr auch die Richtschnur werden für das Vorgehen in Zukunft, dass immer mehr die Branchen hinzukommen, die ein Konzept vorstellen, wie es denn funktionieren kann. Dieses Konzept haben jetzt zuletzt die Gastronomen und Hoteliers vorgestellt, wo wir eben jetzt ab 18. die Freiraumgastronomie öffnen, ab 25. dann innen, ab 30. der Tourismus. Das ist alles mit Konzepten hinterlegt, die in sich schlüssig sind. Die Branchen sind hier sehr eifrig unterwegs, uns auch gute Vorschläge zu machen. Die Zusammenarbeit ist bestens. Ich danke hier eben auch der DEHOGA und dem Gesundheitsministerium und der Staatskanzlei für die enge Abstimmung bei diesem Thema der Öffnung der Gastronomie. Und ich bin sehr überzeugt, dass die Menschen in großer Zahl diese geöffneten Angebote dann auch annehmen werden. Ich habe letzte Woche schon die Kommunen gebeten, auch hier von diesem Tisch aus, bitte den Gastronomen in puncto Freischankerlaubnisse, Freiflächen, Stellplätze entgegenzukommen, dass sie hier für faire Bedingungen auch genügend Tische aufstellen dürfen, weil sie ja etwas weit auseinanderrücken müssen. Und ich bitte alle Gäste, es den Gastronomen nicht zu schwer zu machen, wenn sie dorthin gehen bei der Einhaltung der Vorgaben, denn wenn hier wieder viel Aufsichtspersonal abgestellt werden müsste, kostet das Geld, das wieder erwirtschaftet werden muss. Und dann hoffen wir natürlich, dass ab 1. Juli, wenn der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7% auf die Speisen gilt, eben auch die Gastronomen mehr verdienen können, damit sie ja ihr dünneres Platzangebot irgendwo refinanzieren können, damit diese Branche möglichst bald wieder rauskommt aus unseren Hilfssystemen. Die Gastrobranche war ja die Branche, die mit am meisten unterstützt werden musste, auch über die Soforthilfezahlungen. Hier ist es ja relativ deutlich, wie betroffen die sind. Und ich bitte einfach die Bürger, dieses Angebot dann auch anzunehmen, nicht, dass die dann vor leeren Biergärten und leeren Restaurants stehen und auf die Gäste warten. Aber das wird nicht der Fall sein im Vergleich zu von vor 7, 8 Wochen. Als uns die Gastronomen gesagt haben, ihr könnt uns gleich zusperren, es kommt ja eh niemand mehr, weil die Menschen Angst haben, hat sich jetzt die Situation auch psychologisch so weit gedreht, dass wir mit
dem Problem Corona umgehen gelernt haben, zumindest bis heute. Die vielbeschworene zweite Welle können ja darauf wetten, abgeschlossen werden. Keiner weiß es. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Wir versuchen aber einfach jetzt die Wirtschaft zu normalisieren, weil wir es sonst am Ende nicht mehr bezahlen können. Nur eine Zahl dazu. Wenn die Gastronomie eben auf null runtergefahren ist, verlieren die täglich fast 100 Millionen Euro Umsatz. Und das hochgerechnet über ein, zwei Monate, dann sind das Milliardenbeträge, die wir einer solchen Branche nicht auf Dauer entziehen können. Ich war gestern auch bei BMW in Dingolfing, also auch die Autoindustrie beginnt hochzufahren. Zunächst mal mit einer Schicht. Gut 300 erzeugte Fahrzeuge oder produzierte Fahrzeuge anstatt 1500, eben auch mit der Ansage, es hängt jetzt vom weiteren Absatz ab, ob wir die zweite Schicht dazuschalten können und damit noch mehr Menschen aus der Kurzarbeit nehmen können und wieder in die Vollbeschäftigung bringen. Auch das entlastet am Ende ja Zuschussgelder und bringt wieder die vollen Einkommen in die Familienkassen. Also auch mein Appell, wirklich diese Branche weiterhin auch politisch zu unterstützen. Sie haben ja zuletzt mitbekommen, dass es sehr umstritten ist, ob man Autoprämien bezahlen soll, ja oder nein. Ich bin nach wie vor dafür, Neuwagen zu unterstützen, um den Kauf anzureizen. Und die Aussage, ja, wir kaufen denn jetzt schon ein Auto, lasse ich nicht gelten, sonst bräuchten wir ja keine mehr produzieren. Und ich glaube trotzdem, wenn man einige tausend Euro an Prämie bekommt, entscheidet man sich eben doch dann, ein Auto zu kaufen, wenn man es vielleicht auch vorher nicht getan hätte oder erst in einem halben Jahr oder in einem Jahr getan hätte. Und genau darum geht es jetzt auch der Autobranche als unserer Leitbranche ein Signal zu geben, wie natürlich vielen anderen Branchen, die wir jetzt genauso hochfahren müssen. Heute haben ja die Reisebusunternehmen demonstriert. Natürlich steht auch denen das Wasser bis zum Hals, das wissen wir. Die sind aus jetziger Sicht wieder ja, zum 30. Mai in der Lage, ihr Geld selber zu verdienen, wenn eben die Tourismusbranche freigeschalten wird, wenn sie ihre Reisegruppen wieder in die Hotels fahren dürfen. Die Hotels öffnen dann am 30. Das hängt alles zusammen und wir sind die Überzeugung, dass es bis zu diesem Datum auch verantwortbar ist, diese Branche wieder anzufeuern. Und wir sehen natürlich einige weitere Branchen, die bisher noch keine Perspektive haben, sei es die Schausteller, sei es die Marktkaufleute, sei es die Diskothekenbesitzer, die Kneipen und die Kneipenbesitzer und Barbesitzer. Restaurants dürfen ja öffnen und auch die müssen wir uns genau ansehen, was wir denen zeitnah noch an Hilfe geben können oder geben müssen, damit sie über den Mai hinaus durchhalten. Es ist ja noch bis Ende Juni unser derzeitiges Soforthilfeprogramm des Freistaats Bayern. Das Bundesprogramm läuft am Ende Mai aus, 31. Mai. Und damit sind wir jetzt in der Frage auch mit dem Bund, ob dieses Soforthilfeprogramm in Berlin verlängert wird. Wir kämpfen dafür und ich glaube auch, Sie werden es eventuell eine gewisse Zeit tun. Ansonsten müssen wir mit bayerischem Geld weiter finanzieren, gewisse Branchen, die eben im Mai und Juni noch nicht auf dem Trockenen sind, um denen gezielt zu helfen. Es war in den letzten Tagen und Wochen immer wieder die Debatte, ja, zahlt Bayern denn die Soforthilfe zu langsam aus? Einige seien ja schneller. Aber meine Damen und Herren, es kommt auf Schnelligkeit und Sorgfalt in der richtigen Balance an. Zwischenzeitlich wären wir vielleicht gerne schneller gewesen, aber es war eben ein Dickicht an Vorschriften zu berücksichtigen. Wer bekommt überhaupt das Geld? Mit welchen Bedingungen? Mit welchen Bedingungen vom Bund? Mit welchen Bedingungen vom Land? Und wir sind heute so weit, dass wir sagen können, Ende des Themas in Sicht. In rund 10 Tagen wird der allergrößte Teil derer, die bis Anfang Mai ihre Anträge gestellt haben, auch ihr Geld bekommen haben. Derzeit 10.000 bis 15.000 Anträge pro Tag, werktags, die abgearbeitet werden. Gestern waren es um 19 Uhr über 14.000. Dann haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Regierung, denen ich hier besonders danke, und den Regierungspräsidentinnen und Präsidenten noch etwas weiter gearbeitet, also wohl an die 15.000 Anträge, die gestern über den Tisch marschiert sind. Von den rund 420.000 Anträgen, die bis Monatsanfang Mai eingegangen sind, sind damit jetzt gut 300.000 abgearbeitet.
über 250.000 haben Geld bekommen und ja, an die 60.000 mussten zurückgewiesen werden, weil sie eben nicht korrekt ausgefüllt waren oder weil sie von Menschen gestellt wurden, die keinen Anspruch auf diese Soforthilfe haben. Und da scheiden sich eben jetzt die Geister und ich versuche das noch mal kurz zu verdeutlichen. In Bayern haben rund 1,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger vom Solo-Selbstständigen bis zum 250-Mann-und-Frau-Betrieb Anspruch auf diese Soforthilfe, wenn sie in den nächsten 3 Monaten ab Antragstellungsdatum voraussichtlich in betriebsgefährdende Liquiditätsengpässe kommen. Das haben einige so aufgefasst, dass jeder vom Solo-Selbstständigen, der gar keine eigene Firma hat, sondern vielleicht nur ein Musikinstrument, bis hin zum Großbetrieb zu sagen, ich stelle mal einen Antrag. Es haben auch einige Länder gemacht, wie Nordrhein-Westfalen und Berlin, man kann es ja mittlerweile aus den Zeitungen lesen, und haben schlichtweg jedem Antragsteller dann die Maximalsumme überwiesen, mit dem Ergebnis, dass jetzt Briefe rausgeschickt werden müssen, bitte jetzt rückwirkend das Geld wieder zurückschicken, das über die Antragsberechtigung hinausgeht. Das heißt, du darfst nur das Geld behalten, das für den Erhalt deines Betriebes notwendig ist. Und das Geld, das du für die private Lebenshaltung benutzt hast, musst du eigentlich zurückzahlen, denn dafür ist es nicht ausgelegt. Und wenn es über das Bundesprogramm läuft, muss entweder das Bundesland dafür gerade stehen oder der Antragsteller muss das Geld zurückzahlen. Und jetzt stellen Sie sich vor, wir überweisen jeden 9.000 Euro jedem Solo-Selbstständigen, der gar keine Firmenaufwendungen hat. Und jetzt kommt der Brief hinterher, bitte überweist die 9.000 Euro wieder zurück, denn zum Lebensmitteleinkaufen darfst du das Geld gar nicht benutzen. Dafür musst du die Grundsicherung beantragen. Oder wir sagen als Freistaat Bayern, wir haben rund 400.000 Solo-Selbstständige. Wir überweisen denen einfach 9.000 Euro und zahlen das aus der bayerischen Steuerzahlerkasse. 9.000 mal 400.000. Rechnen Sie das hoch, dann sind wir im Milliardenbereich, was wir hier ausschütten würden mit bayerischem Geld, wofür das Bundesgeld der Grundsicherung angelegt ist. Und genauso ist es ja bei einem Betrieb mit meinetwegen 5 Mitarbeitern, der 9.000 Euro bekommt für Pacht, Miete, Leasing und sonstige Kosten, um seinen Betrieb zu erhalten. Auch der kann parallel einen Antrag auf Grundsicherung stellen für seine private Lebenshaltung. Natürlich wird man es im Einzelfall oft schwierig auseinanderdividieren können, aber so ist die Rechtslage. Und damit fällt es uns schwer, ohne Hinsehen einfach das Geld für jeden zu überweisen. Dann bin ich zwar der Schnellste, aber nachher muss ich das Geld wieder einsammeln, dann bin ich der Lackierte. Also insofern glaube ich, dass wir im Rückblick richtig gehandelt haben in diesen jetzt knapp 2 Monaten. Es ist ja Ende März losgegangen, in diesen 6 Wochen aus jetziger Sicht, den Großteil der Berechtigten mit Geld bedient zu haben, ein paar 10.000 bekommen noch Geld, dann ist bis Anfang Mai die Sache erledigt. Und derzeit kommen pro Tag rund 3.000 neue Anträge ein, bei rund 10.000 pro Tag, die wir wegbekommen, oder 15.000 an guten Werktagen. Das heißt, die neuen Anträge werden nicht mehr lange liegen, die werden dann deutlich schneller bearbeitet als die alten. Und nochmal im Rückblick, begonnen mit keiner Vorbereitung auf diese Situation, man konnte darauf nicht vorbereitet sein, in kurzer Zeit hunderte Personen rekrutiert aus allen Zuständigkeitsbereichen, glaube ich, ist es gut gelaufen. Die Endabrechnung kommt dann in 14 Tagen, wer politisch richtig gehandelt hat. Und jetzt nochmal zu den LFA-Programmen, die wir parallel laufen haben. Wir haben ja den LFA-Schnellkredit aufgelegt, bis zu 50.000 Euro für 5 Mitarbeiter, bis zu 100.000 Euro für 10 Mitarbeiter, abzüglich jeweils Soforthilfe, also bis zu 9.000 weg bei die 50.000, bis zu 15.000 weg bei die 100.000. Und diese Summen sind dann mit 3% zu verzinsen, können aber jederzeit zurückbezahlt werden. Schnellkredit an die Unternehmen, die es nur in Bayern gibt in diesem System, bis zu 10 Mitarbeiter, ohne Ansehen der Liquidität des Betriebes. Also auch wenn der noch flüssig ist, kann er diesen Kredit beantragen. Ob er es tut, sei ihm überlassen. Also auf der Stelle sind wir, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Und diese Kredite wurden bis jetzt mit 57 Fällen abgerufen und auch am selben Tag noch ausbezahlt. Corona-Schutzschirmkredite, mittlerweile 660 Antragstellungen, knapp 500 ausbezahlt. 195 Universalkredite, 150 ausbezahlt. Summe der Darlehen insgesamt von knapp 1.000 Antragstellungen.
beantragten 750 zugesagt mit einer Summe von 375 Millionen Euro. Das zeigt also, wir stehen an der Seite unserer Unternehmen, sind ja auch in enger Absprache mit der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Ich habe gesagt, wenn sich bei euch Beschwerden häufen, dass Unternehmen lange auf Kredite warten müssen, sagt mir das, dann gehen wir dem Punkt genau nach. Wir sind in sehr engem Austausch mit den Hausbanken, die ja diese Kredite ausreichen, über die laufen diese Kredite, hinterlegt dann mit der LFA und teilweise staatlichen Bürgschaften. Also dieses System ist jetzt sehr gut eingespielt, ist personell gut aufgestellt und kein Unternehmer muss lange auf Kredite warten, wenn er antragsberechtigt ist. Derzeit circa 6-7% der Anträge müssen zurückgewiesen werden, weil die Betriebe eventuell schon vor der Corona-Krise unter massiven wirtschaftlichen Schwierigkeiten gelitten haben und denen dürfen wir dann kein Geld mehr geben. Wer vorher schon wirtschaftlich angeschlagen war, darf hier nicht mehr frisches Geld bekommen an der Stelle. Auch das ist gegenüber dem Steuerzahler ja nachzuvollziehen. Insgesamt gesehen glaube ich, dass wir auf sehr gutem Weg sind. Die finanziellen Hilfen, das ist ordentlich aufgestellt. Die Wirtschaft beginnt wieder zu laufen. Die Psychologie ist heute eine deutlich andere als vor 6-8 Wochen. Die Menschen sind deutlich zuversichtlicher und genau das gilt es auch jetzt seitens der Politik zu befördern, den Menschen jetzt mehr Mut wie Angst zu machen und zu sagen, jawohl, wir haben das im Griff. Wir haben auch das Gesundheitssystem im Griff und da wird jetzt die Melanie Hummel gleich weitermachen, wenn ihr das Wort erteilt ist, aber ich verteile hier nicht das Wort. Bitte schön. Frau Staatsministerin Hummel, bitte. Vielen herzlichen Dank, auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Ich darf Ihnen vorweg noch mal die aktuellen Zahlen des heutigen Tages berichten. Der Florian Herrmann, mein Kollege, hat ja bereits einiges genannt, aber ich werde vielleicht noch ein paar hinzufügen. So haben wir heute Stand 10 Uhr 44.933 bestätigte Corona-Fälle in Bayern. Das ist ein Anstieg von 219 zum gestrigen Vormittag, also von 0,5%. Und gleichzeitig, wenn man sich die verstorbenen Zahlen anschaut, dann sind wir heute bei 2202. Das sind 32 mehr als gestern. Das heißt, es sind 1,5%. Und wir sind alle uns bewusst, dass jeder Verstorbene einer zu viel ist. Und deswegen, wenn ich die Zahlen jetzt nur so runter vortrage, heißt das nicht, dass hier nicht auch immer Menschenleben dahinter stecken. Wenn wir uns die Zahlen dann mal mit den Genesenen vergleichen, ist es so, dass wir rund 4.300 Erkrankte insgesamt momentan im Freistaat Bayern haben. Sie merken, dass eben viele der Betroffenen bereits wieder auch gesund sind, was ja sehr erfreulich ist. Das heißt, wenn man sich die Zahlen anschaut und sie auch immer wieder im Vergleich zieht zu den letzten Tagen, halten wir uns da sehr stabil und eben auf diesem sehr wenig, sodass wir eben die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, bisher nicht zu einem Anstieg groß geführt haben, sondern dass die Zahlen sehr stabil sind. Deswegen darf ich aber auch darauf hinweisen, ist es trotzdem notwendig, weiter vorsichtig zu sein, umsichtig zu sein, weil natürlich mit jeder Öffnung wieder mehr Kontakte zustande kommen. Alles das, was wir letzte Woche beschlossen haben, wo jetzt am Wochenende Öffnungen möglich gewesen sind, was nächste Woche dann auch im Gastrobereich möglich ist, führt natürlich zu mehr Kontakten und kann damit auch wieder zu höheren Zahlen führen. Das muss man sich einfach bewusst sein. Umso wichtiger ist es, dass die Menschen wirklich darauf achten, dieses 1,5 Meter Abstand zu halten, und wo das nicht möglich ist, eben eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, dass das einfach in, ich sag mal, Fleisch und Blut übergeht, dass die Menschen da weiterhin mitmachen und dran denken. Deswegen kann ich mich nur dem Unverständnis, was der Florian Herrmann vorhin geäußert hat, zu den Demonstranten anschließen, weil genau das gefährdet es eigentlich, dass wir weiteres öffnen können. Wenn man die letzte Woche so Revue passieren lässt, dann war es ja so gewesen, dass wir ab Mittwoch, ab 6. Mai dann die Spielplätze wieder geöffnet werden konnten, dass es dann am Wochenende möglich gewesen ist, in Krankenhäusern und in Altenheimen wieder das Besuchsverbot zu lockern und hier wieder Besuch zu empfangen, natürlich unter den Regelungen, die wir auch vorgegeben hatten, mit Abstand, mit Mund-Nasen-Bedeckung, Maskenpflicht und alles, was dazugehört.
Aber es ist eben wieder möglich gewesen, dass sich auch hier Familien begegnen können. Gerade am Muttertag war das, glaube ich, für viele Familien auch ein ganz großer Wunsch gewesen, dass man sich hier wieder die Mutter, die Großmutter auch wirklich besuchen konnte. Und ich habe aus dem eigenen Bekanntenkreis auch mitbekommen, dass da trotzdem sehr verantwortungsvoll auch mit umgegangen wurde. Und ich bitte auch da weiterhin die Bevölkerung hier weiter mitzumachen und dran zu denken. Wir wollen aber auch da, wo es notwendig ist, und das ist das, wieso ja auch man hier bundesweit einen Faktor vorgegeben hat, wo man gesagt hat, wenn 50 Fälle pro 100.000 Einwohner, wenn diese Zahl überschritten wird, dass dann Maßnahmen notwendig sind. Man muss natürlich immer genau hinterfragen, was ist die Ursache, dass diese Zahl überschritten wird. Und wir werden hier in Bayern das ab 35 ein gewisses Frühwarnsystem mit einbauen. Das heißt, dass unser Landesamt für Gesundheit, der Dr. Zapf mit seinen Mitarbeitern, wenn 35 Fälle pro 100.000 eben da sind, dass wir dann schon vor Ort aufs Gesundheitsamt zugehen, dass wir auch hier im Sinne eines Frühwarnsystems dem nachgehen, wieso ist die Zahl erhöht. Liegt es daran, dass eine Reihentestung zum Beispiel in einem Altenheim vorgenommen wurde, dass an einem Tag sozusagen punktuell die Zahlen nach oben gegangen sind und dadurch dieser Wert sich dann auch infolgedessen sozusagen eben erhöht hat, um eben zu schauen, dass wir zwischen diesen 35 und 50, was bewegt sich, wie können wir da schon vor Ort helfen. Wenn man bei diesen 50 zu 100.000 sich das nochmal genau anschaut, dann ist es eben häufig so, dass es gewisse Einrichtungen sind, die dazu führen können, dass dieser Wert überschritten wird. Deswegen habe ich es gut nachvollziehen können, dass man im Landkreis Traunstein, obwohl noch nicht der Wert 50 pro 100.000 erreicht wurde, man gesagt hat, wir haben im Moment einiges an Ausbruchsgeschehen in Alten- und Pflegeheimen. Deswegen werden wir verantwortungsvoll vor Ort das Besuchsrecht jetzt noch nicht zulassen, sondern etwas nach hinten schieben, um eben hier keine neuen Infektionen in Altenheime reinzutragen. Dann ist es zum Beispiel eine Maßnahme, die man vor Ort eben umsetzen kann, dass man sagt, ich sehe hier eine Gefährdungslage in den Altenheimen, dann nehme ich Abstand davon, dass ich hier Besuche zulasse, aber ich brauche jetzt vielleicht nicht groß weitere Maßnahmen für den kompletten Landkreis dann beschließen. Deswegen kann man hier immer sehr genau punktuell nachschauen. Oder sollte es eine Betroffenheit im gesamten Landkreis geben, müsste man sich vielleicht auch andere Maßnahmen überlegen. Aber deswegen ist es wichtig, immer dem nachzugehen. Und das wollen wir hier eben auch noch mal verstärkt mit dem LGL zusammen tun, um Ausbruchsgeschehen vor Ort gleich eindämmen zu können. Dafür ist es wichtig, ich habe es die letzten Wochen schon gesagt, dass wir die Gesundheitsämter verstärken. Es sind auch viele der Mitarbeiter inzwischen bereits vor Ort mit angekommen, um hier eben das auch mit unterstützen zu können. Das ist, glaube ich, eben das mit Wichtigste, dass wir hier vor Ort eben unterstützen können, dass wieder die Infektketten gut nachverfolgt werden können und dass hier Weiteres dann auch geschehen kann. Es ist dabei auch wichtig, dass wir uns IT-technisch gut ausstatten. Auch das habe ich hier bereits vorgestellt, dass es diese Möglichkeit gibt, dass man hier eben entsprechend die Gesundheitsämter mit ausstattet, um eben hier dann auch im Bereich der Gesundheitsämter mit gut voranzukommen. Und da ist es so, dass ja 4 bereits als Probegesundheitsämter das mit durchführen und die nächsten werden jetzt dann diese Woche auch mit nachziehen können. Also wir sind hier mit 4 Gesundheitsämtern schon dabei. Bei Augsburg, Erlangen, Garmisch-Partenkirchen, Neu-Ulm. Die testen die neue Software bei SIM bereits und es werden weiter 25 Gesundheitsämter jetzt auch geschult, um hier eben auch Weiteres voranbringen zu können. Wenn wir aber dieses eine haben, wir haben die Ausbruchsgeschehen, die wir lokal eindämmen wollen, um eben nicht weitere Einschränkungen für alle treffen zu müssen. Aber das ist eben, glaube ich, da ganz, ganz wichtig, dass vor Ort dann hier gut gearbeitet wird. Gleichzeitig haben wir am Freitag auch die Allgemeinverfügung für die Krankenhäuser rausgegeben. Das heißt, dass auch die Krankenhäuser wieder mehr in Normalbetrieb gehen können. Das heißt eben auch, dass wieder mehr elektive Eingriffe, also Operationen, die wir bisher gesagt haben, aus medizinischer Sicht können auch verschoben werden, wieder hier
mit durchgeführt werden können. Auch das zeigt, dass wir auch im Bereich der Krankenhäuser wieder mehr auf Normalbetrieb gehen können. Das ist aber auch sehr klar ersichtlich, wenn man sieht, wie viele Menschen eben auch gerade im Krankenhaus sind. Und so ist es hier so, dass im Moment wir von den Covid-Patienten insgesamt 1.582 haben, die im Krankenhaus sind. Und davon sind 1.150 in Normalstationsbetten und die restlichen im Bereich der Intensivstationen. Also Sie merken, wenn Sie die Gesamtkapazitäten unserer Häuser kennen, dass hier eben entsprechend Möglichkeit auch wieder da ist, andere Patienten mit aufzunehmen. Aber es wird auch hier so sein, dass wir gewisse Prozente den Krankenhäusern vorgeben, für Covid-Patienten weiterhin frei zu halten, weil wir eben trotzdem vorbereitet sein wollen, wenn es zu einem Anstieg kommen könnte. Wenn wir eben auch, und da haben wir uns sehr intensiv sowohl mit dem Kollegen Dr. Florian Herrmann als mit dem Hubert Aiwanger unterhalten, wie es im Gastronomiebereich weitergehen kann, auch mit der DEHOGA zusammen dieses Konzept entworfen, wie wir hier eben auch Gastronomie wieder verantwortungsvoll öffnen können. Mein Eindruck ist, dass das, was an Konzeption da ist, wirklich ein gutes Konzept ist. Und ich kann nur noch mal an die Gastronomie, an die Gastwirte appellieren, sich da wirklich auch gut dran zu halten, weil je besser das in der Umsetzung klappt, umso besser ist es natürlich, dass wir weitere Schritte gehen können. Und das ist ja das, was wir alle gemeinsam wollen. Deswegen bitte das nicht in irgendeiner Form als Bevormundung oder sonst was zu empfinden, sondern wirklich als ein Konzept, wo wir gemeinsam einerseits den Infektionsschutz im Auge haben wollen und gleichzeitig aber auch Gastronomie wirklich weiter wollen, dass die gehört zur bayerischen Lebensart dazu. Und wir wollen auch, dass die Gastronomen wieder öffnen können und auch die Hotellerie eben Perspektiven bekommt. Und ich glaube, dass uns mit dieser Konzeption auch ganz gut gelungen. Danke allen, die hier eben auch mitgewirkt haben. Wenn wir dann uns weiter auch überlegen, was noch notwendig ist, dann bleibt es natürlich weiterhin auch gut vorbereitet zu sein im Bereich Beschaffungen und Material. Auch hier ist es so, dass vieles der Sachen, die wir die letzten Monate auch bestellt haben, inzwischen eingetrudelt sind, angekommen sind, dass wir die entsprechend weitergegeben haben vor Ort an die Kreisverwaltungsbehörden, die das dann auch weitergegeben haben an die Krankenhäuser, an die Altenheime, dass wir hier eben auch die Rückmeldung bekommen zwischenzeitlich, dass da und dort gewisse Materialien auch schon so gut vorhanden sind, dass diese Mangelsituation, die anfangs da war, eben nicht mehr der Fall ist. Es gibt einzelne Produkte, die weiterhin gebraucht werden, aber dass sich eben in vielen Produkten, gerade was die OP-Masken betrifft oder FFP2-Masken, eine gute Entspannung auch vor Ort da ist. Es ist die Rückmeldung, die wir von den Kreisverwaltungsbehörden bekommen. Wir haben uns dann, um die Intensivkapazitäten auch weiter auszubauen, ja sehr darum bemüht, hier auch Beatmungsgerätschaften zu besorgen. Auch hier ist es so, dass viele schon, wir hatten ja 1825 Beatmungsgeräte vom Freistaat Bayern her mit bestellt und beschafft und gleichzeitig 1100 wurden durch die Selbstbeschaffung der Krankenhausträger bestellt, die wir von den Kosten her als Freistaat mit übernommen haben. Und hier ist eben auch, dass 111 Beatmungsgeräte an 11 Krankenhäusern bereits ausgeliefert sind. Der Bund hat 192 Beatmungsgeräte direkt an 15 Krankenhäusern ausgeliefert. Seit dem 8.5. sind gerade die Auslieferungen von weiteren 101 Geräten an 21 Krankenhäusern angestoßen. Also die kommen jetzt alle sukzessive. Das zieht sich natürlich über die nächsten Monate, bis dann wirklich alle Lieferungen da sind und das eine oder andere Gerät aus dem Ausland dauert auch etwas, aber hier ist doch etliches schon geschehen und auf dem Weg. Und wir sehen das sehr positiv, wie sich auch die Zahlen hier entwickelt haben. Ich darf aber heute, und das möchte ich ganz bewusst jetzt hier noch mal auch am Ende dieser Pressekonferenz tun, mich ganz, ganz herzlich bedanken, und zwar bei all denjenigen, die im Pflege Beruf tätig sind, weil heute ist ja der internationale Tag der Pflegenden und gerade was die letzten Wochen und Monate
von Pflegekräften, sei es im Krankenhaus, sei es in den Altenheimen, in den Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und, ambulant, stationär, was hier geleistet wurde, dafür wirklich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Hier ist wirklich vieles geleistet worden, am Patienten, am Bewohner gearbeitet worden und da eben auch den vielen Fragen, die am Anfang noch da gewesen sind, und dafür wirklich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, obwohl es schade ist, dass mancher die Pflegekräfte durch die Corona-Krise, wenn es dann heißt, systemrelevanter Beruf, das war uns vom Gesundheits- und Pflegeministerium schon lange bewusst und in der gesamten bayerischen Staatsregierung. Dafür hat es jetzt nicht die Corona-Krise bedurft. So setzen wir uns ja seit langem schon für bessere Bezahlung, eben entsprechend auch für bessere Arbeitsbedingungen im Bereich der Pflege mit ein. Und wir haben heute auch noch mal über den Pflegebonus beraten und den Bereich der Berechtigten noch mal erweitert, und zwar in dem Bereich der stationären Behindertenhilfe. Da werden es noch mal ca. 22.500 Personen sein, die davon profitieren werden, weil wir bisher eher das im Behindertenbereich, im Bereich für Menschen mit Behinderung, sehr strikt auf dieses ältere Menschen auch mit Behinderung, die eben mit verschiedensten Pflegegraden ausgestattet sein mussten, beschränkt hatten. Das werden wir hier öffnen. Wird noch mal knapp 10 Millionen Euro kosten, sodass der Pflegebonus insgesamt rund 133 Millionen Euro dem Freistaat Bayern kosten wird. Wir geben dieses Geld wirklich gerne aus. Ich bin mir aber auch bewusst, dass es immer noch Kräfte gibt, die sagen, ich hätte es doch auch verdient. Warum bekomme ich diesen Bonus nicht? Wir haben uns eben hier im Kabinett auch von Anfang an auf die Pflegekräfte verständigt gehabt in den und deswegen war es uns eben auch ganz wichtig, hier diese Kräfte auch besonders eben mit diesen 500 Euro, wenn man über 25 Stunden arbeitet, beziehungsweise 300 Euro, wenn es weniger sind. Und ich darf sagen, dass bereits über 180.000 Anträge gestellt worden sind und über 7.000 bereits auch ausgezahlt werden konnten. Und ich bitte doch auch alle Arbeitgeber, die Bestätigung, die sie ausfüllen müssen, die wirklich nicht schlimm ist, sie müssen nur bestätigen, dass derjenige in Vollzeit hier im Pflegeberuf arbeitet. Das dürfte doch nicht so schwierig sein, dass hier auch diese Bestätigung mit ausgefüllt wird, dass dann der Antrag, der digital beim Landesamt für Pflege gestellt werden kann, auch zügig gestellt werden kann. Wir haben aber die Antragsfrist noch mal bis 30. Juni verlängert, weil eben einige gesagt haben, dass sie doch etwas länger Zeit brauchen. Bisher war es der 31. Mai gewesen, aber das ist mir an der Stelle noch mal sehr wichtig, hier Ihnen mitzuteilen, und gleichzeitig wirklich ein herzliches Dankeschön an alle, die hier im Pflegeberuf arbeiten. Wir brauchen Sie, machen Sie bitte weiter, und selbstverständlich auch alle anderen, die sich jetzt in der Corona-Krise mithelfen und über diese Krise hinaus, auch denen sei an der Stelle ein herzliches Dankeschön gesagt. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Kommen wir zu Ihren Fragen. Als erstes hat sich gemeldet Julian von Löwes, Bayerisches Fernsehen. Ich habe eine Frage an Frau Hummel und eine Frage an Herrn Aiwanger. Frau Hummel, sollte man die Quarantäneregel für Rückkehrer aus dem Ausland überdenken, nachdem ja ein Verwaltungsgericht in Niedersachsen das gekippt hatte? Und wenn ja, bräuchte man dafür ein Gesetz des Landtages? Und Herr Aiwanger, noch mal ganz konkrete Frage. Am 18. machen die Biergärten auf. Mit wem darf man jetzt in den Biergarten gehen? Mit dem eigenen Hausstand, mit der eigenen Familie? Zwei Haushalte dürfen sich privat treffen im Biergarten, aber nicht, habe ich das so richtig verstanden? Vielleicht da noch mal eine Klarstellung. Wir haben uns das Urteil natürlich, das jetzt in Niedersachsen gefällt wurde, sehr genau angeschaut. Es ist ja auch so, dass im Grunde genommen das eine Verabredung von allen Bundesländern gewesen ist, diese 14 Tage Quarantäne einzuführen. Es ist jetzt aber gekippt worden für das Land Niedersachsen. Wir haben, soweit ich das gestern Abend noch recherchieren konnte, in Bayern im Moment niemanden, der dagegen in irgendeiner Form geklagt hat. Und wir schauen immer nach, ob unsere Regeln noch verhindert
verhältnismäßig sind. Sie merken ja, dass wir auch öfter auch mal unsere Rechtsverordnungen anpassen und so weiter. Aber wir sehen jetzt gleich aktuell noch nicht die Notwendigkeit, aber wir beobachten das sicherlich. Und es kann auch sein, dass sich das eben dann entsprechend auch noch in Bayern verändern wird. Es wird ja auch auf Bundesebene, das haben Sie mitbekommen, überhaupt im Bereich der Grenze einiges diskutiert immer wieder. Aber von daher, momentan gilt es noch in Bayern. Also zu der Frage, mit wem darf ich in den Biergarten oder eben in die Außengastronomie gehen, ist 1:1 die Situation mit den Menschen, mit denen Sie sich auch so treffen dürfen. Das heißt, Sie dürfen sowohl die Nachbarfamilie als auch verwandte oder bekannte oder befreundete Familie zu sich nach Hause. Jetzt hat er es wieder voll. dürfen sich mit denen an den Tisch setzen zu Hause und dürfen das natürlich genauso in den Biergarten, im Biergarten tun. Also sie dürfen mit einer anderen Familie in den Biergarten gehen, dürfen sich sogar an denselben Tisch setzen. Aber in der Regel wird es ohnehin so sein, wenn sich zwei Familien treffen, dass man dann wohl auch zwei Tische besetzen wird. Aber sie dürfen, wenn sie Platz haben, auch an einem Tisch Platz nehmen. Alexander Kein, Passauer Neue Presse, bitte. Ich habe gleich ein paar Fragen. In dem Bulletin heißt es, was die Treffen, Versammlungen, Demos angeht, soll ein besonderes Augenmerk auf eine geeignete Örtlichkeit für die Versammlungen gelegt werden. Heißt es, dass man in Zukunft Versammlungen von Regionen fernhalten möchte, wo sonst Passanten sind, also dass man sagt, sind vor die Tore der Stadt zu verlegen oder auf dem Sportplatz irgendwo, wo die Demo nicht umgeht. Die zweite Frage nochmal zu den Grenzöffnungen. Da scheint ja, zumindest ist der Eindruck in Berlin so, dass der Bundesinnenminister, ein Parteifreund, zumindest eine Teils des bayerischen Kabinetts, ein bisschen querrolliert und nicht das macht, was das Kabinett will. Wie gehen Sie da um mit Seehofer? Muss der Söder daran und dem mal ins Gewissen reden? Und die dritte Frage ist so ein Querstrich. Auf der einen Seite haben wir Fitnessstudios und sagen, die können wir nicht öffnen, das ist ganz gefährlich, da kann zu viel passieren. Auf der anderen Seite erleben wir Schlachthöfe, einen nach dem anderen, wo also extreme Fallzahlen, Neuinfizierte gemeldet werden. Aber da hat man das Gefühl, da macht man jetzt nicht wirklich was. Wie passt denn das überhaupt zusammen? Ja, wenn ich vielleicht gleich antworten darf. Also abgesehen davon, dass ich den Vergleich zwischen Schlachthof und Fitnessstudio ganz interessant finde. Aber es ist eine persönliche Anmerkung. Zunächst zu der Frage der Demos. Also das genaue Konzept oder die genauen Überlegungen wird erarbeitet derzeit das Innenministerium gemeinsam mit den zuständigen Kreisverwaltungsbehörden. Und ein Gedanke ist natürlich, wie trenne ich unterschiedliche Gruppen? Eins der Probleme ist, so wie wir es ja auch in München gesehen haben, ist, Sie haben einen Teil der Leute, die sozusagen von der Anmeldung erfasst waren, und dann kommen einfach welche dazu, aus welchen Gründen auch immer. Und dann kommen aber noch die ganz normalen Passanten, die eigentlich über den Marienplatz gehen wollen, die eigentlich jetzt nicht tangiert werden wollen. Könnte man bei einer Normalsituation sagen, das müssen die halt hinnehmen, aber in der Situation, wo es eben auch um Infektionsgefahren geht, also wo es darum geht, dass manche ja dann absichtlich, die dann zum Beispiel anhusten oder ganz nah hingehen und sagen, nimm die Maske runter und Ähnliches, also schon auch eine gewisse Bedrohung und auch eine psychische, aber auch eine körperliche Bedrohung stattfindet, da muss man das von vornherein unterbinden und vor diesem Hintergrund eben überlegen, wie kann man die Räumlichkeiten so wählen, dass man die Versammlung durchführen kann, was das Grundrecht ist, aber gleichzeitig echte Gefährdungen und auch Belastungen für andere Mitbürger vermeidet. Die Grenzthematik ist nach wie vor unverändert. Wir sind da sehr zurückhaltend, was Grenzöffnungen betrifft oder konkreter gesagt die Abschaffung von Kontrollen an den Grenzen, weil die Grenzen als solche sind ja geöffnet für die Berufspendler, die sind geöffnet für den Lieferverkehr. Aber trotzdem, es ist eben ein wichtiger Aspekt in der Seuchenbekämpfung ganz generell, das Verbringen sozusagen des Virus über weite Strecken quer durch Europa einzudämmen und das zu verhindern. Und da ist eben die gezielte
auch Grenzkontrolle, diese Quarantäneverordnung, all diese Maßnahmen haben quasi darin ihre Begründung und ihren Sinn. Und die gelten derzeit noch. Und wir wollen da, so wie bei allen anderen Dingen auch, sehr behutsam vorgehen. Und das Stichwort behutsam und vorsichtig umgehen, das kann man auch zugrunde legen der Frage, wie es in anderen Branchen und Bereichen weitergeht. Denn unsere Linie ist ja, da komme ich zu dem Thema Fitnessstudios oder andere, da könnten Sie jetzt auch unterschiedliche andere Branchen nennen. Letztlich geht es darum, dass wir was wir positiv erreicht haben, nicht jetzt leichtfertig verstolpern oder verspielen. Es war eine enorme Kraftanstrengung für unser ganzes Land, für alle Mitbürger, für die Unternehmen, für die Wirtschaft, von dieser exponentiellen Entwicklung mit zum Teil 2000 Neuinfektionen am Tag, mit der wirklich drohenden Überlastung der Kliniken. Ich habe erst gestern wieder mit einem Chefarzt einer Klinik gesprochen, der klipp und klar sagte, es war relativ knapp dran, dass es wirklich zur Überlastung gekommen ist. Also das sind alles nicht Horrorszenarien, sondern das sind echte Szenarien gewesen, auf die wir gut reagiert haben, unter großem Einsatz der gesamten Bevölkerung. Und diese Erfolge wollen wir jetzt nicht gefährden. Deshalb behutsam vorgehen, auf die Zeitschiene gestreckt vorgehen, im Blick haben, dass das Virus weiterarbeitet, dass das Virus seiner Biologie gnadenlos folgt und weiterhin, wenn es ungebremst läuft, mit einem Reproduktionsfaktor von 3 oder Ähnliches einfach arbeitet. Und deshalb ist es so wichtig, dass man sich behutsam, was die Lockerungen betrifft und behutsam, was das eigene Verhalten betrifft, Abstand, Maske etc. Und darum muss man sich sehr gut überlegen, in welcher Stufenfolge man das eben macht und immer das folgt alles dem Primat des Infektionsschutzes. Das ist ganz wichtig und da kann man sich dann auch in den nächsten Bereich weiter vorarbeiten. Und noch eins, was ich immer für ganz wichtig halte. Wir sind jetzt auch in der Phase, in der neben der Frage Infektionsschutz natürlich aus rechtlicher Sicht auch mehr noch der Aspekt Gleichheit in den Vordergrund tritt. Das heißt, in dem Moment, wo Sie einen Aspekt regeln, schafft der natürlich Bezugsfälle. Und die Bezugsfälle beziehen sich dann drauf und sagen, ja, aber für mich gilt es doch so ähnlich und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen, wenn man einen Punkt regelt, die Bezugsfälle im Blick haben und überlegen, passt es dann für die anderen auch. Und deshalb muss man das in Ruhe machen und kann jetzt nicht in einer täglichen Hektik irgendwas machen. Das wäre nicht verantwortungsvoll, das wäre nicht gut und es würde den Erfolg gefährden. Ich plädiere sehr stark dafür, wirklich immer diese Zeiträume abzuwarten, zu sehen, wie entwickelt sich's aktuell wirklich positiv. Das ist wirklich erfreulich, aber wir sollen an diesem auch festhalten und da jetzt nicht in eine Hektik verfallen. Und letzter Satz noch zu den Schlachthöfen. Wenn ich das richtig sehe, ist das ja ein Geschehen, das in einem anderen Bundesland passiert. Und da ist es auch weniger in den Schlachthöfen selber, sondern ist eher eine Frage der Wohnheimsgemeinschaft. Wir tun aber trotzdem, also wir testen trotzdem ja konsequent auch in den Schlachthöfen die Mitarbeiter durch, um sozusagen von vornherein sicher zu sein, dass da jetzt nichts anbrennt. Aber das muss man sowieso machen. Also dort, wo Sie halt Wohngemeinschaften haben, wo mehrere Menschen also in solchen Einrichtungen sind, da ist die Gefahr, dass dann durch einen Eintrag, das wieder sich ausbreitet, relativ hoch. Auf der anderen Seite kann man es auch ganz gut containen, weil klar ist, welche Gruppe das ist. Also das ist eben jetzt etwas, mit dem wir über die nächste Zeit leben müssen, arbeiten müssen, das man sehr ernst nehmen muss, aber wir tun das auch in Bayern. Wenn ich zu den Schlachthöfen kurz ergänzen darf, es ist eben seit gestern Abend bekannt, dass es auch ein niederbayerischer Schlachthof mit 7 Mitarbeitern insoweit betroffen ist, dass die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Wir haben deswegen auch sofort Maßnahmen ergriffen. Das heißt, dass eben ab heute eine Reihentestung durch das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit dem Gesundheitsamt vor Ort durchgeführt wird. Das heißt, die 1000 Mitarbeiter, die es dort gibt, werden jetzt, ob man das in welchem zeitlichen Rahmen, also relativ zügigst, alle untersucht. Das werden wir sicherlich jetzt vielleicht heute nicht an einem Tag schaffen, weil vielleicht nicht jeder heute gleich da ist, aber es werden diese 1000 Mitarbeiter untersucht werden und es gibt eben darüber hinaus Arbeiten, wird es parallel auch weitere Ermittlungen geben, wer war wem mit wem in Kontakt. Und es ist so, wie der Florian Herrmann es richtig gesagt hat, das Arbeiten am Schlacht
Schlachthof ist jetzt nicht eine besondere Infektionssituation, sondern vielmehr da, wo eben die Arbeiter auch in Gemeinschaftsunterkünften zusammenleben. Und das sind wohl einige der Betroffenen dort auch in Gemeinschaftsunterkünften, zwar in kleineren, so was mir an Zahlen vorliegen, die waren also in verschiedenen untergebracht. Aber deswegen ist es so wichtig, alle wirklich durchzutesten. Und das, da wollen wir auch noch weiter verstärkt das auch in den nächsten Tagen tun. Ich habe jetzt noch 4 Wortmeldungen, dann würde ich die Runde schließen. Ich sage, wer, wenn ich aufgeschrieben habe, Uli Bachmeier, Lisa Schnell, Andreas Popp und Johannes Reichert. Uli Bachmeier, bitte. Ja, ich habe 2 kurze Fragen. Zum einen an den Herrn Aiwanger. Wie schaut es mit dem Bayernfonds aus? Haben Sie irgendwelche Signale aus Brüssel, dass das zertifiziert wird? Und zum Zweiten allgemein in die Runde. Es gibt erste Vorschläge oder Forderungen, die Ladenöffnungszeiten zu lockern mit dem Argument, dass man dadurch auch die Besucherströme entzerren könnte. Insbesondere wird das auch für den Sonntag gefordert. Ist darüber geredet worden und was ist Ihre Meinung dazu? Also Bayernfonds, das liegt tatsächlich noch in Brüssel. Weder die Bundesrepublik Deutschland hat für ihre Bürgschaftsprogramme noch der Freistaat Bayern bis dato die Freizeichnung aus Brüssel. Wir warten seit Tagen täglich drauf, sind auch ständig im Kontakt, aber noch ist der grüne Haken nicht dahinter. Wir gehen davon aus, den noch zu bekommen. Ansonsten müssen wir eben bei gewissen Programmen ein bisschen überlegen, aber noch haben wir genügend Finanzspanne, das, was wir angekündigt haben, auch an Bürgschaften und so weiter, auf absehbare Zeit auch mit bayerischem Geld zu hinterlegen, aus dem jetzigen Haushalt raus. Und dann das Thema der Ladenöffnung ist ja ein bewährtes Streitthema seit langem. Soll man die Sonntage öffnen, soll man während der Woche länger öffnen? Der Handel hätte es ja gerne, diese bis zu 4 verkaufsoffenen Sonntage. Ich habe zuletzt in die Debatte geworfen, die Möglichkeit von längeren Verkaufsnächten während der Woche, um eben das Sonntagsschutzgebot hier nicht zu verletzen. Wir haben ja während der Corona-Krise dann den Handel geöffnet mit der Möglichkeit, eben auch Sonntage nutzen zu können, weil wir eben befürchteten, wenn mit Abstandsauflage und so weiter die Menschen zum Einkaufen gehen müssen, dass sie Gedränge produzieren, um Gedränge zu vermeiden, wurde aber bis dato kaum benutzt. Und jetzt ist einfach die Frage, wie segeln wir aus der Krise raus? Ist es hier nötig, die Sonntage zu öffnen, um die Leute wieder mehr zum Einkaufen anzuregen? Da ist mit Sicherheit das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber es dürfte sehr schwierig werden, hier generell den Sonntag zu öffnen, vielleicht nur eine gewisse Zeit die Sonntage zu öffnen, aber diese Möglichkeit hätten wir jetzt gehabt und wurde quasi nicht genutzt. Also ich hielte es weiterhin für sinnvoll, für die Zukunft eine Lösung gemeinsam mit dem Handel, mit den Personalvertretungen und so weiter zu erarbeiten, wo man eben während der Woche die eine oder andere längere Verkaufsnacht den Kommunen freistellt, um die Menschen wieder in die Innenstädte zu bringen, um wieder Leben reinzubringen. Also hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen und hier dürfen gerne verschiedene Szenarien durchdiskutiert werden. Was ist am zielführendsten, um den Handel wieder zu beleben? Also vielleicht von mir noch ein Satz oder 2. Also was den Sonntag betrifft, ist das letzte Wort meines Erachtens schon gesprochen. Also an der Sonntags, an dem Schutz des Sonntags wird sicher nicht gerüttelt. Und auch im Übrigen ist eine Diskussion über die Ladenöffnungszeiten jetzt in dem Eindruck der Corona-Krise aus meiner Sicht mehr als fragwürdig. Ich würde es fast sogar als unredlich bezeichnen. Ich stimme dem Kollegen Aiwanger zu. Er hat die Erfahrungen berichtet. Wir hatten das ja entsprechend ausgeweitet. Und deshalb ist es eine Diskussion, die, von der ich weiß, dass sie immer wieder mal geführt wird. Aber die Staatsregierung hat dazu eine klare Haltung. Dieses Thema steht nicht auf der Tagesordnung. Lisa Schnell, Süddeutsche Zeitung, bitte. Ich habe noch mal eine Frage zu den Versammlungen. Vielleicht können Sie ein bisschen genauer sagen, was dieses stufenweise Vorgehen ist, was da diese einzelnen Stufen sind, mit was man rechnen muss sozusagen bei Verstößen, was nacheinander kommt. Und dann auch noch, es kam heute jetzt auch
ja, der Vorwurf auf, dass man es doch früher hätte auch erahnen können, dass sowas passiert, dass Demos aus dem Ruder laufen, weil es am 1. Mai schon erste Anzeichen gab, weil die Stadt München schon gewarnt worden wäre davor, gerade dass andere Gruppen solche Veranstaltungen kapern auch. Hat man da einen Trend nicht gesehen oder warum war man da erstmal nicht so drauf eingestellt? Ja, vielen Dank. Also man muss natürlich sagen, es gab jetzt nicht nur die beiden Demonstrationen, die relativ stark in den Medien Berücksichtigung gefunden haben, sondern es gab, wenn ich es richtig im Kopf habe, über 100 Demonstrationen, die sich auch an die Regeln gehalten haben, also an die Regel 50 Personen, 1,50 Meter Abstand, eine Stunde, nur ortsfest, keine Umzüge etc. Also sprich, es ist jetzt schon so, dass die Regeln auch befolgt werden. Die Erfahrungen, die wir da jetzt am Wochenende machen mussten, sind aber unerfreulich, weil sie eben zeigen, dass es halt auch sehr, sehr unvernünftige Leute gibt. Das ist uns ja generell nichts Neues. Nur in dem Moment, wo das dazu führt, dass andere damit gefährdet werden, ist es eben kein Spaß mehr. Und auf diese neue Situation reagiert das Innenministerium jetzt und wie der Kollege Joachim Herrmann ja schon ausgeführt hat, schon auch mit klarer Kante, aber auch mit der notwendigen Sensibilität, die man genau in diesem Bereich hat. Weil man muss sich ja immer auch vor Augen halten, diese Demonstrationen, da geht es ja nicht sozusagen um die Freiheit in Absurdistan, um ein fiktives Beispiel zu nennen, sondern um unsere konkreten Maßnahmen, um die wir uns bemühen, die wir alle für sehr richtig halten. Aber genau dagegen soll ja sozusagen demonstriert werden. Und das ist in einem freiheitlichen Rechtsstaat völlig legitim. Und es soll auch nicht der Eindruck entstehen, wir wollen jetzt ausgerechnet diese Meinungsäußerung unterdrücken. Und das macht das Ganze sehr sensibel. Gleichzeitig kann es aber auch nicht sein, dass dadurch andere gefährdet werden. Und in dieser Gemengelage sind die Kreisverwaltungsbehörden, jetzt hier die Landeshauptstadt oder die Stadt Nürnberg oder alle anderen, die halt zuständig sind, zusammen mit der Polizei, mit dem Innenministerium, unter dem Eindruck der Erfahrungen von letzter Woche, auch von den Erfahrungen anderswo in Deutschland, einfach gebeten, entsprechende Konzepte zu entwickeln. Details dazu wird sicher im Laufe der nächsten Tage der Innenminister dann Ihnen sagen können. Andreas Popp, RTL NTV. Ich habe zunächst eine Frage für die Kollegin Christina Lewinski an Herrn Aiwanger zu den Busunternehmen. Sie haben schon ein bisschen die Perspektive angesprochen. Die fordern natürlich Planungssicherheit, auch so eine Art Rettungsschirm. Schaut man sich das nochmal genauer an, dass man da vielleicht noch zusätzliche Hilfen leisten könnte? Und noch eine Nachfrage zur Gastronomie. Wie sollen sich denn Gastronomen verhalten, wenn jetzt eine Gruppe von 6, 8 Leuten da vor der Kneipe steht und sagen, wir sind befreundet? Jeder hat sozusagen eine Kontaktperson dabei. Dürfen die dann rein und sich da zu 6, 8 hinsetzen? Also zu den Reisebussen, die sind ja in der touristischen Öffnung am 30.05. mit dabei. Also so viel zum Thema Planungssicherheit mit dem Datum. Der Ablauf, wie das dann sein wird, ist eigentlich auch klar. Ob die eine Sonderhilfe benötigen als Branche, ich habe heute Nachmittag ein Gespräch mit der Branche, werde das nochmal evaluieren, wo hier die ganz konkreten Schmerzpunkte vielleicht noch herauszuarbeiten sind. Sie haben wie alle anderen Branchen auch jetzt den Zugriff auf die Soforthilfegelder. Das heißt, wer mehr wie 10 Mitarbeiter hat, kriegt 30.000 Euro Zuschuss. Ab 50 Mitarbeiter 50.000 Euro Zuschuss. Die können dieses ganze Repertoire an Krediten beantragen. Und wenn darüber hinaus was nötig sein sollte, das in Abgrenzung zu anderen Berufsgruppen Sinn macht, dann reden wir darüber. Also treffen heute Nachmittag genau zu diesem Thema. Zweiter Punkt, wenn 6 bis 8 Leute, jeder mit seinem Kumpel kommt, dann kann der sich natürlich jeweils mit seinem Kumpel, der seine Bezugsperson ist, an einen Tisch setzen. Und mit 1,50 Abstand sitzt der nächste Kumpel mit seinem Kumpel, aber die können nicht 6 mal 2 an einem Tisch sitzen, weil ja nicht mal die ersten 6 an einem Tisch sitzen dürften. Also immer nur mit einer Bezugsperson oder mit einer Bezugsfamilie darf ich am Tisch sitzen und zu den anderen ist jeweils 1,50 Abstand zu halten. Das Beispiel ginge nur, wenn der Tisch irgendwo 15 Meter lang ist und dann im Abstand von 1,50 immer die Pärchen gegenüber sitzen. Letzte Frage, Johannes Reichert, Bayerischer Rundfunk. Gedrückt halten. Balden, alles klar.
Frau Hummel, weil Sie den Muttertag schon angesprochen haben, da wurde immer wieder die Forderung laut, Reihentestungen doch auch in Alters- und Pflegeeinrichtungen zu machen, unabhängig davon, ob Symptome, ob Verdachtsfälle auftreten. Sind diese nicht möglich? Sind die Kapazitäten nicht vorhanden? Oder was halten Sie davon? Also es ist im Moment so, dass wir in Bayern bei den Testungen Kapazitäten haben. Von daher ist es auch wichtig, dass wir hier noch mehr wieder testen, weil dadurch wir brauchen im Moment für diejenigen, die sozusagen Verdachtsfälle oder Kontaktpersonen sind, weniger Tests, weil ja weniger Verdachtsfälle und weniger Betroffene da sind. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir jetzt aber auch genau immer schauen, wo ist der Bedarf? Das ist da, wo ich symptomatisch bin, wo irgendjemand eben auch in einem Seniorenheim, im Krankenhaus, bei einem Schlachthof, in der Gemeinschaftsunterkunft, bei Saisonarbeitskräften, wo jemand positiv wurde, da muss absolut durchgetestet werden. Und dann gleichzeitig aber auch sich zu überlegen, was sind die Landkreise, wo besondere Hotspots sind. Also sprich, welche Landkreise haben eben besonders viele Fälle pro 100.000 Einwohner, um hier dann eben auch hier unabhängig davon, ob jemand schon symptomatisch ist, zu sagen, hier müssen wir besonders auch die Altenheime, die Gemeinschaftsunterkünfte testen. Also wir werden hier, und da werden Sie in den nächsten Tagen auch noch einiges von uns dazu erfahren, nochmal viel stärker auch in die Reihentestungen hineingehen, sei es bei den Schlachthöfen, sei es eben auch bei Alten- und Seniorenheimen, im Medizinerbereich. Ich finde, wir müssen immer da gucken, wo besondere Gefährdungen da sind. Und die sind da, wo ich eben nahe am Menschen arbeite und eben nicht ständig eine Möglichkeit habe, das zu vermeiden. Ich kann nicht in einem Seniorenheim 1,5 Meter einhalten, wenn ich jemandem Mundpflege machen muss. Ich kann nicht im Krankenhaus 1,5 Meter anhalten, wenn ich jemanden drehen muss oder irgendwie am Körper irgendwelche Spritzen geben muss und, und. Also da und dort, wo eben besondere Gefährdungen sind. In den Gemeinschaftsunterkünften, zum Beispiel von Mitarbeitern in Schlachthöfen, zum Beispiel bei Saisonarbeitskräften und. Also dass wir hier eben dann verstärkt Reihentestungen vornehmen wollen, um hier nochmal ein ganzes Stück mehr zu testen. Aber wenn man sich insgesamt anschaut, haben wir auch schon viele Tests durchgeführt. Das sind nämlich über 500.000, die wir hier auch schon in Bayern durchgeführt haben. Nämlich um genau zu sein, am 6. Mai waren es 536.876 Proben, die untersucht worden sind. Und wenn man sich das nochmal anschaut, das entspricht einer Testung von 4,11% der bayerischen Bevölkerung. Verglichen mit Südkorea, dort sind es nur 1,27%, wo wir Südkorea doch immer als Vorbild haben, wo besonders viele Menschen getestet sind. Also sieht man, dass wir in Bayern schon hier sehr viel auch testen. Das kann aber auch dazu führen, dass wir da und dort, wo eine Reihentestung vornehmen, wo vielleicht auch ein Verdachtsfall schon da ist, dass dann die Zahlen pro 100.000 in dem Landkreis dann steigen können. Eventuell dann die 50er-Marke oder 35er-Marke, die wir uns als Vorwarnung genommen haben. Aber dann muss man eben lokal da auch wieder handeln und was tun. Also um Ihre Frage kurz zu beantworten, ja. Vielen Dank. Dann schließe ich die Pressekonferenz. Schön vor.